Gedächtnisaufgabe gibt es heute direkt mal zum Auftakt in den ersten 11. Spieltag der Handball-Bundesliga der Frauen. Was haben Sie, liebe Zuschauer, daheim am 14. Februar 2015 gemacht? Viel zu lange her, um sich zu erinnern, natürlich, weiß ich selber auch nicht mehr. Aber damals, vor fast 6 Jahren, hat der VfL Oldenburg zum letzten Mal auswärts gegen die SG BBM Bietigheim gewonnen. Und heute gibt es den nächsten Anlauf in der Sporthalle am Viadukt. Die SG BBM Bietigheim empfängt den VfL Oldenburg. Damit ganz herzlich willkommen zum ersten Spiel für beide Mannschaften nach der Europameisterschaft der Frauen in Dänemark. Und wie diese Situation auch, weil 9 Spielerinnen der SG BBM Bietigheim ja bei diesem Turnier dabei waren, für die Mannschaft war, nach einer Trainingseinheit heute direkt das nächste Spiel zu bestreiten. Darüber haben wir mit SG-Spielerin Anna Lörper gerade eben noch gesprochen und das Interview schauen wir uns jetzt kurz an. Anna Lörper ist bei uns mit einem Muskelfaserriss aktuell noch außer Gefecht. Trotzdem die Frage auch für die anderen, sind alle Weihnachtsgänse und Weihnachtskekse schon verdaut? Ja, das kennen wir ja. Also die Weihnachtszeit ist bei uns immer nur sehr kurz, gerade für die Spielerinnen, die jetzt vom Großereignis zurückgekommen sind. Aber das sind wir gewohnt und ich denke, jeder hat jetzt wieder den vollen Fokus aufs Handballspielen. Du hast gerade schon angesprochen, viele waren bei der EM dabei, 9 Spielerinnen. Jetzt habt ihr eine Trainingseinheit hinter euch gemeinsam. Wie viel kann man da heute schon erwarten? Ja, also man kann natürlich erwarten, dass wir hier die 2 Punkte holen. Das denke ich schon. Mhm. Alles andere wird sich zeigen. Viele Spielerinnen von Deutschland waren ja auch jetzt den ganzen Dezember zusammen. Da hofft man sich natürlich schon, dass gewisse Automatismen auch weiterhin greifen. Aber ich denke, heute ist erstmal wichtig, dass man sich wieder einspielt und mit Freude an die Sache herangeht. Jetzt gibt es auch andere Partien an diesem Wochenende in der Handball-Bundesliga der Frauen, auch in der zweiten Bundesliga der Männer, die abgesagt werden mussten wegen positiver Testungen. Sensibilisiert es auch euch nochmal, wenn ihr mitbekommt, andere Mannschaften trifft es gerade härter? Ja, definitiv. Also ich finde erstmal, dass das Hygienekonzept der Liga greift. Das ist ja total wichtig. Das ist richtig, dass positive Fälle auffallen, dass die Spiele verlegt werden, damit man auch niemanden unnötig in Gefahr bringt. Das schützt uns alle. Ist natürlich nicht so schön, das wirft den Terminkalender durcheinander. Da gibt es viele Probleme natürlich. Aber erstmal ist positiv, dass wir spielen können. Wir passen so gut auf, wie es geht. Ist natürlich eine Kontaktsportart, Handball, aber Wir machen das Beste draus. Nochmal kurz zur EM. Was hast du für einen Eindruck? In welcher Gemütslage sind die Mitspielerinnen? Enttäuscht noch nach dem vielleicht doch frühzeitigen Aus oder froh, dass es jetzt einfach mit einem anderen Wettbewerb weitergeht? Ja, das war natürlich sehr unterschiedlich. Also Wir hatten ja einige auch aus anderen Nationen dabei, nicht nur von den deutschen Spielerinnen. Ja. Aber ich denke, alle haben das bisher sehr gut verkraftet, haben schon so einen angriffslustigen Eindruck gemacht, dass sie jetzt wieder richtig Lust haben, mit der SG Handball zu spielen. Und das freut uns natürlich dann auch. Und das passiert heute gegen Oldenburg, ein Gegner mit wechselhaften Leistungen in dieser Saison, aber auch schon mit unangenehmen Auftritten gegen euch. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, generell ist Oldenburg eine sehr junge Mannschaft und ich glaube, das erklärt so ein bisschen die nicht ganz konstante Leistung. Wir müssen gucken, dass wir von Anfang an da sind und den Gegner gar nicht ins Spiel lassen. Ich denke, da sind wir gut beraten. Wenn das klappt, dann erwarte ich eigentlich eine Dominanz von uns. Wenn wir ihnen eine Möglichkeit geben, dann kann es auch ein ganz enges Spiel werden. Anna Lörper, vielen Dank für den Besuch und gute Besserung dir weiterhin. Dankeschön. Danke. Ein dominanter Auftritt des immer noch amtierenden deutschen Meisters oder eine knappe Geschichte, wir werden es in wenigen Minuten wissen. Knapp 5 sind es noch, bis es hier offiziell losgeht. Der Einlauf der Gästespielerinnen ist schon erfolgt. Eine ganz andere Ausgangslage für den VfL. Hier sehen wir den Kader, der komplett beisammen war im Dezember. Nils Bötel, der Trainer, konnte da auf volle Manneskraft zurückgreifen. Sieht das aber gar nicht unbedingt als Vorteil, hatte eine ganz interessante Theorie geäußert. Hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt besser eingespielt sind, denn eigentlich war die komplette Bietigheimer Rückraumreihe bei der EM für Deutschland im Einsatz. Das war für den Bietigheimer Saisonverlauf mit Sicherheit nicht allzu schlecht. Also, die Wettkampfpraxis von einem internationalen Turnier auf Nationalmannschaftsniveau oder der übliche Trainingsablauf, was hat da in den letzten Wochen besser funktioniert? Auch das werden wir heute in den anstehenden 60 Minuten erfahren. Hier sehen wir die Bietigheimerinnen. Ich kann noch mal ganz kurz aufzählen, wer da alles unterwegs war in Dänemark. Xenia Smits, Kim Neitzinavicius, Luisa Schulze, Amelie Berger, Antje Lauenroth, Julia Meithoff, alle für Deutschland im Einsatz.
Emily Sandow für Norwegen, Danique Snelder für die Niederlande und Trine Østergaard für Dänemark. Also da waren eigentlich nur noch Trainer Markus Gaugisch und Athletiktrainer Felix Bauer hier mit einem Rumpfkader, der übrig geblieben ist, der aber natürlich auch Gas gegeben hat in den letzten Wochen. Und wo Anna Lörper gerade von einem jungen Gästeteam gesprochen hat, da will Markus Gaugisch, der Trainer der SG, heute offenbar mithalten, denn er hat gleich zwei 16-Jährige nominiert für dieses Ligaspiel aus der A-Jugend. Magdalena Probst und Mathilde Ehlert, die ist überhaupt erst vor einer knappen Woche 16 geworden, also fast noch 15 Jahre jung. Mal sehen, wie viel Spielpraxis die beiden heute bekommen werden. Für beide mit Sicherheit sehr, sehr aufregend, heute dabei zu sein an diesem 11. Spieltag. Verzichten muss die SG auf die beiden längerfristig Verletzten. Anna Lörper, eben gesehen, Carolina Kulatsch-Lotsch und auch auf Luisa Schulze, die mit einer heftigen Erkältung zu Hause sitzt. Gute Besserung an dieser Stelle. Sie soll auch geschont werden für die nächsten anstehenden Partien. Hier gibt es noch die Ehrung für eine der EM-Fahrerinnen, Emily Sandow. Ist für Norwegen in der Vorrunde der Europameisterschaft zum Einsatz gekommen. Musste dann Platz machen und kriegt jetzt hier aber immerhin noch ein kleines Präsent überreicht. Und werden sich die Mannschaften hier nochmal einstimmen auf dieses Spiel, sind wir ganz kurz in der Werbepause und dann gleich zurück mit dem 11. Spieltag aus der Sporthalle am Viadukt. Die Aufgaben und die Rollen sind klar verteilt, hat Gästetrainer Nils Bötel gesagt. Wir müssen nicht drüber diskutieren, wer hier Favorit ist. Wenn Bietigheim 100% spielt, hat jedes Team in der Liga schlechte Karten. Aber dieses Understatement haben sie gar nicht unbedingt nötig. Sehr gute Auftritte gab es schon vom VfL in dieser Saison mit einer ganz, ganz knappen Niederlage nur gegen den Thüringer HC und mit einem Sieg gegen die Tussis aus Metzingen. Beileibe keine schlechte Mannschaft. Und insofern darf man wirklich gespannt sein, wie sich dieses Spiel hier entwickelt. Offiziell sind es noch 2 Minuten, bis es hier losgehen kann. Mal schauen, ob die beiden Schiedsrichter, die wir hier im Hintergrund auch sehen, wo Markus Gaugisch nochmal die Taktiktafel wegsortiert. Marvin Cesnik und Jonas Konrad, das sind die beiden Offiziellen. Ob die hier ganz genau hinschauen oder die Partie ein bisschen früher anpfeifen. 1:30, da kommt nochmal die Info vom Kampfrichtertisch. Also nochmal eine Runde extra aufwärmen für die Spielerinnen und für uns die Möglichkeit, die ganz in Ruhe auf die Aufstellung zu schauen, mit der es hier offenbar losgehen wird. Antje Lauenroth beginnt bei der SG auf links außen. Xenia Smits im Rückraum links. Kim Neitzinavicius auf der Rückraummitte. Julia Meidhof im rechten Rückraum und Amelie Berger auf rechts außen, vorne am Kreis Danique Snelder und im Tor beginnt Emily Sandow. Und da fällt mir auf, eine Spielerin, die auch längerfristig noch ausfallen wird bei der SG, habe ich außer Acht gelassen, Stine Jürgensen, mit einer eigentlich freudigen Nachricht für sich, nämlich ein zu erwartendes Babyglück. Ist natürlich eine weniger gute Nachricht für die SG, denn sie wird in dieser Saison deshalb nicht mehr zum Einsatz kommen. Dafür gibt es dann natürlich die Chance für andere Spielerinnen, diese Lücke zu schließen. Denn bisher hat die SG keine Neuverpflichtung auf dieser Position bekannt gegeben. Mal schauen, ob es da in den nächsten Tagen noch Bewegung geben wird. Der erste Spielzug läuft für Bietigheim von rechts nach links in Rot gegen die schwarz-grün gekleideten Nordlichter. Smits
Meidhof. Julia Meidhof mit ihrem EM-Debüt ja in Dänemark und direkt war sie Deutschlands erfolgreichste Werferin. Hat diese Leichtigkeit, die sie hier in Bietigheim regelmäßig zeigt, auch mit in die Nationalmannschaft genommen. Auch wenn sie jetzt hier den ersten Fehlpass spielt und Oldenburg die Chance hat, das erste Tor zu erzielen. Knippert mit dem Ball auf Jenny Behrendt. Dazu spielt Merle Carstensen auf der Rückraummitte. Katrin Pichelmeier mit der 10 im Rückraum links. Auf links außen die 3 Lana Teiken. Und am Kreis die 14 Marie Steffen. Und so kann man so eine Partie mal eröffnen als Underdog in fremder Halle. Aber Xenia Smits will gar nicht lange warten mit dem Ausgleich. Und da zeigt Oldenburg direkt mal, wir sind hier nicht das Kanonenfutter heute Abend. Und Luisa Knippert holt dann auch direkt mal den ersten 7 Meter raus. Im Tor bei den Gästen Julia Renner mit der 1, das zur Vollständigkeit. Emily Stang-Sando bekommt es hier mit Merle Carstensen zu tun. Und die trifft 2:1 für Oldenburg. Smits offensiv verteidigt von Jenny Behrendt. Schneider. Nicht die beste Position für sie. Und da ist Julia Renner dann auch zum ersten Mal dran. Knippert. Will da den Kreis anspielen und das kann Schneider nur mit einem Trikot ziehen verhindern. Gelbe Karte für sie. Schönes Zuspiel. Auf Marie Steffen. Und er sitzt ganz genau. Katrin Pichelmeier trifft zur 2-Tore-Führung für Oldenburg. Hier sehen wir die Wiederholung oben rechts. Emily Stang-Sando. Chancenlos, auch bei diesem Versuch. Neun Spiele, 4 Siege, 5 Niederlagen, Tabellenplatz 12. Das ist der VfL Oldenburg in dieser Saison bisher. Und jetzt kriegt auch Xenia Smits hier den 7 Meter. Aber so kann man gegen den Tabellenführer, den aktuellen, die SG BBM Bietigheim, definitiv antreten. Sie haben nichts zu verlieren. Das zeigen sie direkt mal. Jetzt bekommt es Julia Renner mit Kim Neitzinavicius zu tun. Die fackelt da nicht lange und verkürzt auf 2:3. Knippert sehr aktiv in den ersten 4 Minuten. Und sie versuchen es wieder mit so einem dynamischen Antritt. Aus dem Rückraum geht auf. Merle Carstensen mit dem nächsten Treffer. Nicht aktiv genug verteidigt von Berger und Snelder im Verbund. Smits versucht jetzt mal ähnlich auf der Gegenseite und holt den nächsten 7 Meter. Also bisher auf beiden Seiten noch große Lücken in der Abwehr. Jetzt zu Navizius gegen Renner. Und das Duell entscheidet sie wieder für sich mit ihrem zweiten Treffer. Da verspringt der Ball bei Luisa Knippert.
Amelie Berger lässt sie liegen. Noch gut weitergespielt von Maithof im Fallen. Und dann macht sich Julia Renner ganz lang mit dem linken Arm. Fischt sie das Ding raus. Weiterhin die Führung für Oldenburg. Und wieder die Chance auf 2 Tore davon zu ziehen. Nippert wieder mit einem starken 1 gegen 1, diesmal gegen Smits, und holt hier auch wieder den 7 Meter raus. Und Merle Carstensen, die Topscorerin beim VfL, trifft mit Glück auch bei diesem Wurf, macht im Schnitt 6,5 Tore pro Begegnung. Merle Carstensen, die Hälfte dafür hat sie jetzt schon in diesem Spiel. Und das nach nicht mal 7 Minuten. Smits gibt auch da 7 Meter. Auf beiden Seiten aktuell so ein bisschen das Mittel der Wahl. Naizinavicius zum dritten Mal gegen Renner. Zum dritten Mal gibt sie sich da keine Blöße. 4 zu 5. Und man merkt den Gästen an, dass sie den Dezember gut genutzt haben. Die EM-Pause mit dem kompletten Kader. Es gab eine Trainingspause von einer Woche. Danach wurde viel im athletischen Bereich gearbeitet. Julia Maithof sieht man ganz selten bei ihr. Das ist ein einfacher Preller, der ihr nicht gelingt. Und dann rettet Amelie Berger den Tempo-Gegenstoß zumindest. Also am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub, das kennen wir sicherlich alle, da geht noch nicht alles rund. Smits mit dem nächsten Ballgewinn. Wieder Julia Maithof und wieder Julia Renner. Hier nochmal der Ballgewinn von Xenia Smits. Dann ist Julia Maithof alleine durch. Und Renner klärt schon wieder im 1 gegen 1. Starker Abschluss von Katrin Pichelmeier. Wieder 2 Tore vorne, die Gäste. Jetzt steht es hier 4 zu 6. Selbstvertrauen tanken, das war so die Ansage von Gästecoach Nils Bütel für seine Mädels. Da dürfte jetzt schon einiges im Tank sein nach diesen starken Anfangsminuten. Jetzt geht's mal einfach über den Kreis. Smits auf Danik Snelder, die erstes Tor heute Abend macht zum 5 zu 6. Danik Snelder heute sicherlich nochmal eine schwerere Aufgabe, weil ihr die Entlastung fehlt durch Luisa Schulze. Sowohl defensiv als auch am Kreis vorne. Antje Lauenroth kann das natürlich auch, wird aber auch auf links außen gebraucht. Da werden die SG-Fans hoffen, dass Danik Snelder
paar extra Gramm Weihnachtsgans abbekommen hat, damit sie das heute durchhält. Nächster Ball gewinnt. Bietigheim kann jetzt ausgleichen. Launroth kriegt den Ball mit ein bisschen Glück und lässt sich dann aber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Es geht wieder bei 0 los, 6:6 durch Antje Launroth. Sehr weit hinten jetzt der Spielaufbau der Oldenburgerinnen. Kneipert. Gestoppt von Smits. Nur ein paar Meter hinter der Mittellinie steht da Merle Carstensen. Und dann ist der Weg natürlich weit zum Tor der SG. Zinavicius mit einem guten Ball auf Berger, aber auch der flutscht der Ball dann wieder aus der Hand. Es gibt ja in der altehrwürdigen Halle am Viadukt hier ein Harzverbot. Vielleicht ist das der Grund, warum der Ball jetzt schon in der dritten Situation nicht ganz gewohnt sicher in der Hand klebt. Sandro ist dran bei diesem Wurf von Katrin Pichelmeier. Wieder ein guter Ball von Naizinavicius auf Berger. Wieder ist Julia Renner irgendwie dran, aber diesmal, hier sehen wir es, landet er doch noch im Netz. Und jetzt führt Bietigheim zum ersten Mal in diesem Spiel mit 7:6. Sie dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Sie sind zwar Tabellenführer mit 7 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Allerdings haben sie auch 2 Spiele mehr als der BVB. Und die Dortmunderinnen haben bisher alles weggeputzt, alles gewonnen in dieser Saison. Also wenn der Druck aufrecht erhalten werden soll, dann muss Bietigheim jedes Spiel gewinnen. Auch das erste nach einer längeren Pause. Passives Spiel angezeigt. Deswegen wird es hier wohl einen direkten Abschluss geben von Katrin Pichelmeier. Ne, die spielt nochmal rüber. Und dann der Stürmerfoul von Luisa Knippert. Ein 10er Smits. Gut gemacht auch von Smits. Die SG versucht es jetzt schneller zu machen. Und ein Zinavicius wird überhaupt nicht angegriffen. Ein ganz kleiner Wackler von ihr. Und dann hat sie da ganz viel Platz. Es steht 8:6. Bietigheim führt erstmals mit 2 Toren. Oldenburg nimmt die Auszeit und auch wir sind kurz in der Werbung. War ein sehr guter Start seiner Mannschaft. Nils Bötel. Aber Bietigheim hat jetzt ins Spiel gefunden. Und deswegen nimmt er hier direkt mal das Timeout. Hat mit seiner Mannschaft in den letzten Wochen viel an der zweiten Welle gearbeitet, wie er gesagt hat. Das muss er wahrscheinlich also nicht ansprechen. Das sollte jetzt Intus sein. Aber vielleicht hat er seinen Spielerinnen mitgegeben, den Spielaufbau ein bisschen mehr Druck zu machen auf die Verteidigung. Das war schon sehr weit hinten, was Merle Carstensen und Co. da im Spielaufbau betrieben haben. In den letzten Angriffen. Und deswegen auch nicht mehr ganz die Durchschlagskraft wie in den ersten Minuten,
beim VfL. Lisa Marie Fragge ist jetzt mit drin, kriegt hier den Ball. Findet keine Anspielstation, passives Spiel wieder angezeigt von den Schiedsrichtern. Schritte dann abgepfiffen, aber vorher das Foul von Antti Lauenroth gegen Carstensen. Arm nach wie vor oben, Fragge. War nicht zu verwerten für Marie Steffen, aber der Ball dann von Sandro ins Seiten aus. Oldenburg bleibt im Ballbesitz und kann von vorn anfangen. Wurf kam aufs Tor, deswegen der Arm der Schiedsrichter wieder unten. Frage. Starkes Anspiel. Mit einem Dreher wollte sie da Marie Steffen in Szene setzen. Die wird wieder gehalten. Diesmal war der Block dran, der SG. Frage, wieder geht's über den Kreis. Und wieder hilft nur ein Foul. Gegen Marie Steffen, diesmal von der Nick Snelder. Carstensen gegen Sando. Bei den 7 Metern. Die Schützinnen auf beiden Seiten bisher ohne jeden Makel. Und Oldenburg verkürzt auf 7:8. Smits. Abgefangen von Carstensen. Geht allein aufs Tor und macht den Ausgleich. Die genommene Auszeit von Nils Bötel hat Wirkung gezeigt. Oldenburg mit einem 2-Tore-Lauf. Nalcinavicius mit einem schönen Pass gerade, während wir hier noch die Zeitlupe gesehen haben, auf Antje Lauenroth, die zur erneuten Führung trifft, 9:8. Wenn sie das schnell spielen, die SG und die Abwehrreihe beim VfL in Bewegung bringen, dann ist auch der Platz da für die Außenspielerin wie Antje Lauenroth. Frage. Arm ist wieder oben. Auch da geht es über die Außen durch die Beine von Emily Stansando. Jenny Behrendt macht das 9:9. Oldenburg hält hier weiter mit. Das ist mit Ausnahme der Kreisläuferin Danique Snelder dann tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft, die hier auf dem Feld steht bei der SG mit Maithof, Nalcinavicius, Smits, Lauenroth und Berger. Hat man so oder so ähnlich auch oft in Dänemark gesehen. Jetzt gab es hier kurz Verwirrung über einen Fehlpass. Da hatte die SG noch einen Foul gesehen, die Schiedsrichter sind anderer Meinung. Und so gibt es für Oldenburg die nächste Chance zur Führung. Frage. Ein Strich links oben ins Netz von Lisa Marie Frage zum 9:10.
Die Wechsel auf Seiten der Gäste haben sich ausgezahlt. Lisa Marie Frage. Und jetzt gibt es auch die ersten bei Bietigheim. Smits auf Nele Reimer, die ist eben reingekommen. Und markiert hier direkt mal ihren ersten Treffer. Ist für Kim 19 Navitius reingekommen. Dafür ist Xenia Smits jetzt in die Mitte gerückt bei diesem Angriff. Hat sich direkt mal ausgezahlt. Hier sehen wir es nochmal. Schöner Pass auf Außen. Da steht sie völlig frei. Und Frage kriegt dann das Foul doch noch gegen sich. Nele Reimer, die Torschützin, gerade eine der Spielerinnen, die die Lücke von Stine Jürgensen im restlichen Saisonverlauf schließen sollen. Mit solchen Treffern hat sie sich direkt mal empfohlen für diese Aufgabe. Weiter geht's mit einem weiten Pass von Stang Sando auf Snelder. Die reklamiert da wieder ein Foulspiel und bekommt es auch. Der Pass kam überraschend und viel zu scharf. Und deswegen kann Merle Carstensen wieder alleine aufs Tor zulaufen. Und lässt den auch nicht liegen. Erneute Führung für die Gäste. 10-11. Weniger als 9 Minuten vor der Halbzeitpause. Reimer. Zweiter Wurf, zweiter Treffer, rechts unten. Julia Renner war zwar mit dem Fuß noch dran, aber nicht mehr entscheidend. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel bei den Gästen. Die Nummer 9 ist im Spiel, Marlies Holzing. Für Luisa Knippert. Also die beiden Rückraum-Außenpositionen neu besetzt bei Oldenburg. Frage verliert den Ball. Maithoff. Diesmal trifft sie und macht das 12-11. Kann dadurch vielleicht so ein bisschen die Angst vor Julia Renner ablegen, an der sie ja in diesem Spiel schon völlig frei gescheitert ist. Ungenauer Ball von Carstensen. Den kann Holzing nicht fangen. Aber auch der Pass kommt nicht an auf den Kreis. Wieder ist Carstensen unterwegs. Die da enorm Tempo aufnimmt in diesen Situationen. Die Bietigheimer Spielerinnen sind auch nicht langsam, aber die kommen da nicht hinterher. Und damit gibt es das nächste Timeout, diesmal genommen von Markus Gaugisch beim Stand von 12-12. Wir sind gleich wieder zurück mit den letzten knapp 7 Spielminuten der ersten Halbzeit. Handbewegung von Markus Gaugisch eindeutig. Mehr Zug. Mehr Pässe in die Tiefe. Zumindest zu Beginn dieser Auszeit. Sicher nicht ganz der perfekte Einstand dieses Spiel bisher. 12-12. Der Tabellenzwölfte hält gut mit. Aber es gibt noch genug Klasse auch auf der Bank.
bei Bietigheim. Zum Beispiel Trine Jensen-Östergaard, die jetzt ins Spiel kommt für Amelie Berger. Hat auch ein sehr gutes Turnier gespielt in Dänemark. Und ist jetzt auch wieder zurück im Ligabetrieb der Handball-Bundesliga der Frauen. Auf rechts außen Trine Jensen-Östergaard. Reimer. Smits setzt sich sehr schön durch. Hatte dann sogar noch die Option, links rauszuspielen auf Lauenroth, setzt sich aber durch die Mitte durch und macht das 13:12. Carstensen wird den Ball sogar noch los. Aber dann scheitert Lana Teiken am Querbalken. Julia Meithoff kriegt diesen Ball diesmal an den Fuß. Hier sehen wir es nochmal, das Abspiel kam überraschend für alle außer für Lana Teiken, die dann aber ein bisschen Pech hat im Abschluss. Oldenburg bekommt nach dem Fehlpass gerade dann aber noch eine Chance auf den Ausgleich. Carstensen, Frage. Und die hat natürlich auch die Länge für diese Würfe aus der zweiten Reihe. Lisa Marie Frage kriegt hier den Ball, steigt dann einmal kurz hoch und überwirft den Bietigheimer Block ohne Schwierigkeiten. Mit der 7 jetzt auch eine neue Kreisläuferin bei den Gästen dabei. Natascha Buhl. Und Nele Reimer macht einfach so weiter. Dritter Treffer seit ihrer Hereinnahme. Wichtig, dass Bietigheim auch aus dem Rückraum diese Treffer jetzt macht. Wenn die erste Formation nicht sticht, dann eben die Spielerinnen von der Bank. Und dann lässt auch mal Oldenburg so eine leichte Chance liegen. Lana Teiken, Pfosten, Latte. Also das Torgehäuse wird heute nicht mehr ihr bester Freund. Jetzt nochmal die Chance, auch zwei Tore wegzuziehen, kurz vor der Pause. Snelda kriegt den 7 Meter. Und dafür gibt es bei Oldenburg einen Torhüterwechsel. Nele Reese soll gegen Kim Neitzinavicius was ausrichten. Julia Renner war davor dreimal machtlos. Nele Reese ist es auch. 15:13, zwei Tore vor mal wieder für Bietigheim. Erst zum zweiten Mal in diesem Spiel. Xenia Smith verteidigt da im Feld ganz alleine. Hatte da auf ein unachtsames Abspiel spekuliert, das gab es aber nicht. Und Oldenburg kommt nochmal über Carstensen. Schlechtes Abspiel. Glück, dass Heutzing diesen Ball noch kriegt. Da ist er wieder am Ball. Heutzing macht ihn rein. Also Oldenburg aus der zweiten Reihe jetzt.
genauso gefährlich wie die SG. Marlies Holzing. Jetzt sind wir noch hinten, Anschlusstreffer. Es bleibt knapp, es bleibt spannend. Meithof, Smits. Meithof. Und wenn die Lücke da ist, dann sticht sie zu, Julia Meithof, eiskalt. Noch mit dem Tundler gegen Julia Renner. Und dann verteidigt sie da auf der Gegenseite gegen Katrin Pichelmeier direkt auf. Heutzing, Carstensen, Pichelmeier, das ist jetzt der Rückraum beim VfL. Da wird viel gewechselt. Lisa Marie Frage hatte keine schlechten Aktionen, ist jetzt aber trotzdem erstmal wieder draußen. Pichelmeier, Ball ist weg. Und da gibt es den sehr, sehr späten Pfiff gegen Julia Meithof, die bei diesem Abspiel gefoult wurde. Hier sehen wir es klar am Trikot gezogen. Deshalb erneuter Ballbesitz für die SG. Die letzten 40 Sekunden laufen in diesem Spiel der ersten Halbzeit. Und dann pfeifen die Schiedsrichter eine falsche Sperre gegen Danix Nelda. Wäre die erste Chance auf einen 3-Tore-Vorsprung gewesen, kurz vor der Pause. Stattdessen kann Oldenburg nochmal verkürzen, aber Carstensen findet da keine Anspielstation. Deswegen der Schrittfehler. Und Biedekheim kriegt auch nochmal einen Anlauf. Muss sich jetzt aber beeilen. Lauenroth. Außennetz. Passt ein bisschen, gibt noch 2 Minuten für Carstensen hinterher, also die ersten 120 Sekunden der zweiten Halbzeit werden die Gäste in Unterzahl beginnen müssen, die allererste Zeitstrafe in diesem Spiel überhaupt. Insgesamt diese letzte Situation symptomatisch für diesen Spielverlauf bisher. Die SG stellt sich nicht schlecht an, aber die hundertprozentige Konzentration, die hundertprozentige auch Treffsicherheit ist noch nicht da nach einer langen Pause. Wir sind gespannt, was da in den zweiten 30 Minuten auf uns zukommt. Wir sind jetzt in der Pause und dann gleich wieder zurück hier in der Sporthalle am Viadukt. Bis gleich.
16:14, wir sehen es eingeblendet, der Halbzeitstand in diesem Spiel des 11. Spieltags der Handball-Bundesliga der Frauen zwischen der SGB Bietigheim und dem VfL Oldenburg. Ein enges Spiel über weite Strecken der zweiten ersten Hälfte. Mal schauen, ob sich die SG hier noch absetzen kann oder ob das spannend bleibt bis zum Schluss. Für die neutralen Handballfans so oder so eine attraktive Partie. Gleich geht's weiter. Beide Mannschaften sind schon zurück auf dem Feld, inklusive der Schiedsrichter. Ein bisschen muss noch gewartet werden. Und pünktlich zum Anpfiff sind wir dann wieder zurück nach einem ganz kurzen Werbeclip. Bis dahin können wir auch noch ganz kurz auf die anderen Ergebnisse des heutigen Spieltags schauen. Der Thüringer HC unterliegt daheim dem BVB mit 30:36, dann doch relativ deutlich. Die Kurpfalz-Bären haben es spannender gemacht gegen Rosengarten. Nur knapp verloren, 21:22. Und parallel läuft noch die Partie Göppingen gegen Buxtehude. Ging eine halbe Stunde früher los dort. Der Spielstand in dieser Partie 18:25, klare Führung für Buxtehude. Und hier geht es in Unterzahl für Oldenburg mit einem 7 Meter in die zweite Halbzeit. Gut rausgeholt von Toni Luisa Reinemann. Und bei der SG versucht sie eine neue Torfrau. Gegen Katrin Pichelmeier, aber auch Valentina Salamaka kriegt das Bein nicht ganz so hoch. Rechtes oberes Toreck. Erstes Tor für Oldenburg in den zweiten 30 Minuten. Damit steht 16:15. Neitzina Vitius mit dem Versuch, Östergaard ins Spiel zu bringen. Neithoff, wieder geht's über Östergaard. Diesmal kann sie auch den Lauf antreten, abspringen und treffen. Hier sehen wir sie warten, holt sich die Kugel dann schön runter und versenkt links ins Eck. Also die direkte Konkurrenz der SG BBM hat gepunktet. Borussia Dortmund mit einem Sieg über den Thüringer HC. Das ist natürlich nicht so eine gute Nachricht für die SG, aber eine gute Nachricht für die Mannschaften dahinter. Neckarsulm zum Beispiel, nach wie vor Dritter. Auch Blomberg-Lippe, ohne selbst gespielt zu haben, den Tabellenplatz verteidigt, weil der THC eben nicht vorbeiziehen konnte. Neckarsulm an diesem Wochenende eine Mannschaft, die betroffen ist von einer positiven Testung. Wäre sonst ein absolutes Spitzenspiel gewesen gegen Blomberg-Lippe. Aber auch hier geht es ja immer noch eng zu. Auch wenn es hier heißt Erster gegen Zwölfter. Bietigheim jetzt zum allerersten Mal überhaupt mit der Möglichkeit, auf 3 Tore davon zu ziehen. Zenavicius. Meithof. Schlechtes Abspiel. Smits kriegt ihn trotzdem noch. Schnell da mit dem nächsten 7 Meter. So hat auch die erste Hälfte hier angefangen mit vielen Strafwürfen. Auf beiden Seiten. Kim Neitzinavicius durfte sich zum Ende der ersten 30 Minuten ausruhen, ist jetzt wieder zurück und nimmt sich natürlich auch diesen Strafwurf. Nummer 4 heute Abend, 4. Treffer von ihr. Und da ist sie, die erste 3-Tore-Führung, 18:15.
Nele Reimer fängt sich den nächsten Ball ab. Zuspiel dann mit ein bisschen Glück. Geht's über Östergaard auf Lauenroth. Und die macht das 19:15. Carstensen. Leichtes Stoßen gegen Luisa Knippert war da durchaus dabei. Bleibt aber ungeahndet. Und damit kann Bietigheim jetzt hier früh in der zweiten Hälfte schon davonziehen. Neitzinavicius erklärt das zur Chefsache, macht das 20:15. Jetzt wird sich zeigen, was Oldenburg da hinten raus entgegenzusetzen hat. Sie müssten genug Körner haben. Sie haben viel im Athletikbereich gearbeitet. Markus Gaugisch noch nicht ganz tiefenentspannt, wie wir gerade gesehen haben. Aber auch er wird froh sein, dass es wieder weitergeht. Schon eine Woche nach dem die Pause begonnen hat aufgrund der EM. Östergaard macht das 21:15. Habe ich mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, er weiß jetzt schon gar nicht mehr, was er machen soll. Er braucht den Handball, das Training, die Spiele. Und da beklagt sich auch niemand, dass es dann am 27. Dezember, so kurz nach Weihnachten, weitergeht. Lauenroth. Und so schnell führt man dann auch mal mit 7 Toren. Was kann Nils Bötel, der Trainer der Gäste, da anderes machen, außer die Auszeit zu nehmen? Keine 6 Minuten hat es gedauert, dass Bietigheim aus einem 2-Tore-Vorsprung einen 7-Tore-Vorsprung macht. Und wir sind ganz kurz in der Werbung. Ein Blick auf die Taktiktafel. Der Blick geht Richtung Katrin Pichelmeier von Nils Bötel. Da sind sie nicht gut aus der Kabine gekommen, seine Mädels. Haben erst ein Tor gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber dann doch schon 6 kassiert. Zugegebenermaßen auch 2 Minuten in Unterzahl gewesen, aber das alleine kann auch nicht der Grund sein. Stark durchgesetzt von Luisa Knippert. Valentina Salamaka war zwar dran, aber Nele Reimer war da auch zu hart dran im Bereich vom Hals von Luisa Knippert. Deshalb 2 Minuten Zeitstrafe für die SG und 7 Meter für Oldenburg. Das macht Merle Carstensen gewohnt souverän. Bietigheim jetzt zum ersten Mal in diesem Spiel in Unterzahl. Valentina Salamaka geht da auf die Bank. Die 6. Feldspielerin kommt in Person von Julia Meithoff. Smits. Smits gegen 3. Eine davon muss dann raus, Marie Steffen. Warum sehen wir hier?
heftiges Trikot ziehen, wird nun mal so bestraft, wenn man es genau nimmt. Damit herrscht dann auch wieder Gleichzahl auf dem Feld. Was der Bietigheim jetzt trotzdem eine Überzahl machen kann, dadurch, dass die Keeperin weiter draußen bleibt. Neizinavicius hat auf jeden Fall im Pausentee was Gutes drin gehabt. Trifft jetzt hier auch aus dem Spiel, nicht mehr nur von der 7-Meter-Linie. Dann sind es schon 7 Tore. Meier. Luisa Knippert wirft neben das Tor. Neizinavicius. Smits hat da im Kreis auf den Pass gewartet. Aber Carstensen war da und findet jetzt auch die Außenspielerin. Jenny Behrendt muss aber abbrechen. Carstensen dann wieder mit dem Durchbruch. Holt die nächsten 7 Meter und die nächste 2 Minuten Zeitstrafe. Diesmal muss Kim Neizinavicius raus. Sich Merle Carstensen dann natürlich auch wieder selbst diesen Strafwurf. Macht es genau wie Kim Neizinavicius sehr, sehr souverän. Nichts zu holen für Valentina Salamaka. 23-17. Nele Reimer jetzt wieder mit dem Spiel. Guten Aktion in der ersten Halbzeit, jetzt aber direkt mal ein Fehlpass. Carstensen. Weiter Ball, Tor ist immer noch leer. Und damit leichtes Spiel für Jenny Behrendt. Wenn sie Pech hat, pfeifen die Schiedsrichter dann noch abgestanden im Kreis. Das war hart an der Grenze, obwohl das Tor völlig leer war. Schwamm drüber, 23-18. Und Bietigheim wieder mit dem leeren Tor. Reimer. Da war mal richtig Power dahinter in diesem Antritt. Viertes Tor für sie. Pichelmeier kann nur noch hinterher schauen. Schöner Treffer in Unterzahl. Smits mit dem Block. Richtig schöner Treffer jetzt von Luisa Knippert, die da die Ballmitnahme direkt in einen Wurf transferiert. Unglaublich, diese Bewegung. Und der Pfosten hilft dann auch noch mit. 24-19. Stark gemacht. Auch schon der Pass davor von Xenia Smits. Gut gesehen. Und dann hat die Weltmeisterin in Reihen der SG natürlich die Ruhe und die Klasse, auch mal so einen Loop anzusetzen. Und Oldenburg antwortet wieder schnell. Katrin Pichelmeier war es.
Leonie Patora kommt jetzt ins Spiel bei der SG. Dürfte viele Fans der Bietigheimer richtig freuen, dass auch sie wieder mit dabei ist. Hatte eine lange Leidenszeit nach ihrem zweiten Kreuzbandriss. Noch eine ganz junge Spielerin. 19 Jahre jung. Und findet hier immer mehr zurück in den Spielbetrieb. Kann man natürlich nur hoffen und ihr wünschen, dass sie da auch verletzungsfrei bleibt. Dann hat sie ganz sicher ihren Platz bei der SG. Frage. Ist sie wieder zurück. Und Valentina Salamaca meldet sich auch mal zum Dienst. Starke Parade. Meithof. Und die Zeitlupe ist es allemal wert. Valentina Salamaca mit dem rechten Arm gegen Jenny Behrendt. Aber es ist völlig egal, wie sehr das brennt im Ellenbogen bei Valentina Salamaca nach dieser Aktion. Das lieben die Torhüterinnen, wenn sie den Außen da so eine Nummer wegfischen können. 25-20. Bietigheim kann den Vorsprung wieder ausbauen. Meithof. Könnte jetzt mal schneller gehen. Gut gestellt von Xenia Smits. Carstensen. Und wieder Valentina Salamaca. Macht's direkt nochmal. Nächste starke Aktion der Ukrainerin. Und ich weiß gar nicht, ob Merle Carstensen überhaupt schon mal draußen war heute. Abgesehen von einer 2 Minuten Zeitstrafe hat sie hier bisher, glaube ich, komplett durchgespielt. Die geht hier voran, die Topscorerin. Beim VfL. Nächster Ballverlust. Und da ist sie schon wieder. Kommt jetzt hier Schritte gegen sich gepfiffen. Kann man so sehen, da war nicht wirklich viel Kontakt vorher da von Trine Jensen-Östergaard. Aber das kann natürlich passieren nach 45 Minuten Volldampf. Merle Carstensen. Dass man dann auch mal einfach in sich zusammensackt. Nächster Fehlpass von Smits. Nächste Parade von Valentina Salamaca, Fragezeichen. Nein, diesmal trifft Jane Mertens. Zum 25-21, da sind es nur noch 4 Tore und jetzt reagiert Markus Gaugisch in seine erste Auszeit in der zweiten Hälfte. Und wir uns, unsere zweite, sind gleich wieder zurück hier aus der Sporthalle am Viadukt. Geruhsam die letzten Wochen vielleicht waren für den VfL Oldenburg oder auch für Nele Reimer und Leonie Patora, die wir hier im Bild sehen, die ja nicht bei der EM dabei waren. So anstrengend wird es dann in den nächsten Tagen. Ein Spiel jagt das nächste. Am Mittwoch geht's weiter, nächsten Sonntag. Die Woche drauf, Mittwoch, dann steht auch noch ein Pokalspiel an. Also die SG kann sich da nicht über Langeweile beklagen.
und hat vielleicht heute den richtigen Gegner erwischt, um mit der richtigen Spannung dann auch in die nächsten Wochen zu gehen. Denn das ist heute Abend schon jetzt alles andere als ein Spaziergang für den Tabellenführer. Smits. Althoff. Setzt sich durch. Geht direkt wieder raus, gibt den Wechsel in der Defensive. Reimer kommt dafür rein. Und anscheinend hat Nils Bötel mir zugehört. Jedenfalls ist jetzt Merle Carstensen zum ersten Mal nicht mehr auf der Platte. Luisa Reinemann im linken Rückraum, Lisa Marie Frage in der Rückraummitte und Luisa Knippert im rechten Rückraum. Das jetzt die personelle Besetzung. Reimer wieder mit einer starken Abwehraktion, aber Xenia Smits mit dem nächsten Fehlpass. Auch davon haben wir in den letzten Minuten schon ein paar gesehen. Noch lassen diese 5 Tore Vorsprung die Bietigheimer solche Fehler verzeihen. Frage. Ungenaues Anspiel an den Kreis. Salamaka macht schnell auf Lauenroth. Und die macht sauber zum 27:21. Sauber abgeschlossen von Antje Lauenroth. Das hat sie schon häufiger in diesem Spiel gezeigt, auch in Hälfte 1. Sehr viel Präzision in den Abschlüssen aus dem Rückraum. Hat aber gar nicht so viel Spielzeit bekommen bis hierhin heute Abend. Hier sehen wir es nochmal. Genauer kann man den nicht machen. Bietigheim kommt über Patora. Der rutscht hier komplett aus der Hand. Und Oldenburg kommt mit Tempo, aber mit ein bisschen zu viel Tempo, Stürmerfoul. Nele Reimer mit Treffer Nummer 5. Nein. Auch das eine einfache Chance, die liegen bleibt. Der Aufsetzer geht dann doch ein, zwei Meter über den Querbalken. Da ist sie schon wieder zurück. Also lang konnte sich Merle Carstensen auf der Bank jetzt auch nicht ausruhen. Toni Luise Reinemann war vielleicht für 2 Angriffe auf der Platte. Carstensen jetzt wieder dabei. Arm ist oben bei den Schiedsrichtern. Carstensen kriegt das Stürmerfoul gegen sich gepfiffen, versteht es nicht so ganz. Trainer Östergaard
Hat sich da auch clever angestellt, lässt sich einfach rückwärts fallen. Und deswegen zählt dieser Treffer von Jane Mertens nicht. Ja, Nils Bürtel will es auch nicht ganz wahrhaben. Und der Nick Snell, der prellt sich hier irgendwie auf den eigenen Fuß. Oldenburg kann es schnell machen, aber starkes Rückzugsverhalten jetzt auch der SG. Frage, Fehlpass. Patora, Meithof und das 28 zu 22. Also beileibe kein Spiel, das frei ist von Fehlern, aber die gibt es auf beiden Seiten. Und die SG kann den Vorsprung, den sie sich zu Beginn der zweiten Hälfte rausgespielt hat, weiterhin verwalten. 8,5 Minuten sind noch übrig. 6 Tore, die Führung für die SG. Frage. Salamaka. Ich weiß gar nicht, mit welchem Körperteil sie den jetzt gehalten hat, aber irgendwie hat sie sich da wieder verrenkt. Starke Parade, Patora. Und da jubelt die ganze Bank, der Trainer, der Betreuerstab freut sich für Leonie Patora. Und sie freut sich selber auch, das hat man in dieser Nahaufnahme gerade gesehen. Gönnen wir ihr sehr diesen Treffer zum 29 zu 22. Nächster Fehler. Aber da reiht sich einer an den nächsten. Kuriose Szenen. Erst ein Abspielfehler auf der einen, dann auf der anderen und dann wieder auf der nächsten Seite. So viele Ungenauigkeiten kenne ich sonst nur von mir und vom Geschenke einpacken. Und auch da gibt es den Pfiff nicht. Jenny Behrendt beendet diese Fehlerkette jetzt erstmal mit einem Tor, 29-23. Hier sehen wir die Zeitlupe. Der Nick Snell da gestoßen, fällt nach hinten, greift sie ins Gesicht. Die Schiedsrichter ahnten das aber nicht. Dadurch der Gegenstoß, Jenny Behrendt. Nächster Aufsetzer, der nicht im Tor landet, von Nele Reimer. Bichelmeier. Starke Täuschung und was für ein Abschluss. Wo holt sie den denn her? Links oben rein. 29-24. Oldenburg verkürzt wieder ein bisschen auf 5 Tore. 29-24. Richtig starke Aktion von Katrin Pichelmeier. Also was die individuelle Klasse angeht, da sieht man es immer wieder aufblitzen beim VfL. Natürlich bei Merle Carstensen, aber auch bei Katrin Pichelmeier oder bei Lisa Marie Fragge. Da ist eine Menge Qualität da. Und wie Anna Lörper im Interview vor dem Spiel gesagt hat, die Konstanz kommt vielleicht daher, dass diese Mannschaft einfach noch sehr, sehr jung ist. Aber wenn sie diese Klasse, diese Qualität, die da ist, mal auf die Platte bringen, dann ist dieser 12. Tabellenplatz überhaupt nicht aussagekräftig. Arm ist oben bei den Schiedsrichtern. Nach der Auszeit hat Bietigheim dann noch 5 Pässe übrig. Markus Gaugisch will nochmal für die letzten rund 5 Minuten nachjustieren. Thank you.
Also einfach 2 Punkte unterm Weihnachtsbaum abholen und weitermachen. So leicht war es dann heute nicht für die SG. Oldenburg hat sich teuer verkauft. Kann auf jeden Fall mit Selbstvertrauen im Gepäck die Heimreise antreten, die ja lang genug ist. Fünf Minuten noch übrig, 5 Tore Vorsprung für die Roten. Kommt da noch was oben drauf? Arm ist natürlich nach wie vor oben. Jetzt sind es nur noch 2 Pässe. Reimer oder Neitzner-Vizius. Einer wird sich diesen Wurf jetzt nehmen müssen. Nele Reimer ist es. Landet im Block, kriegt ihn aber nochmal. Und dann ist Julia Renner da. Pichelmeier. Carstensen, schön, geht mal wieder über den Kreis mit diesem Anspiel. Klasse gemacht. Marie Steffen mit dem 29-25. Also durchaus richtig guter Handball von den Gästen. Und hätten sie diese Schwächephase nicht gehabt Anfang dieser zweiten Halbzeit, dann wäre das hier eine richtig enge Nummer. Amelie Berger darf auch nochmal. 30-25. Dieser verhältnismäßig enge Spielstand macht es für Markus Gaugisch natürlich dann auch schwer, die beiden Nachwuchsspielerinnen zu bringen, die er da auf der Bank sitzen hat heute. Mathilde Ehlert und Magdalena Probst. Ich habe es anfangs schon mal erwähnt, beide 16 Jahre jung. Aber die werden die Eindrücke aus diesem Spiel heute Abend trotzdem sicherlich gerne mitnehmen. Und ihre Zeit wird kommen bei der SG, da kann man sich sicher sein, beides vielversprechende Talente. Jetzt geht es erstmal über die, die schon ein bisschen was auf der Visitenkarte haben. Nele Reimer scheitert nochmal an Julia Renner. Pichelmeier, Patora, ganz alleine unterwegs. Macht ihr 2. Tor heute Abend. Und jetzt hat Markus Gaugisch mir zugehört, denn Magdalena Probst kommt tatsächlich noch ins Spiel. 2,5 Minuten vor Schluss. Links außen die Nummer 7. Am 24.01.2004 geboren. Nicht ganz so lang der letzte Auswärtssieg der Oldenburgerin bei Bietigheim, aber als die Oldenburgerinnen 2015 zum letzten Mal hier gewonnen haben, da war Magdalena Probst gerade mal 10 Jahre alt. Und das wird sich auch heute nicht ändern für den VfL. 5 Tore, 1 Minute 40 noch übrig. Berger, den kriegt sie nicht. Carstensen, die kann immer noch sprinten. Gibt nochmal 2 Minuten gegen Patora, da war sie gefährlich nah im Gesicht von Carstensen unterwegs. Für
Für die Oldenburgerinnen geht es dann weiter am Mittwoch daheim gegen Mainz 05. Am 2. Januar zu frisch auf Göppingen. Bietigheim hat Rosengarten Buchholz vor der Brust am Mittwoch und dann Buxtehude nächste Woche Sonntag am 3. Januar. Und auch, dass auch das keine leichten Spiele werden, zeigt ein Ergebnis von heute. Buxtehude gewinnt klar gegen Göppingen auswärts mit 20:31. Buxtehude damit aktuell Tabellensechster. Und Emily Stang-Sando war nochmal da für diesen 7 Meter gegen Merle Carstensen, die sich ihre blütenweiße Weste heute bewahrt. Kein einziges Mal gescheitert ist von der 7 Meter Linie. Und damit maßgeblichen Anteil hatte an diesem 8-Bahn-Erfolg, auch wenn es natürlich eine Niederlage ist. Aber 31:27 gegen den Tabellenführer. Da müssen sich die Oldenburgerinnen überhaupt nichts vorwerfen lassen. Haben hier eigentlich über die gesamte Strecke des Spiels gut mitgehalten. Und dann setzt Danik Schnelder den Schlusspunkt in dieser Partie. 32:27. Die zwei Punkte bleiben in Bietigheim. Der Jahresabschluss 2020 ist gelungen. Wobei die Schiedsrichter hier jetzt gerade noch mal Korrespondenz halten. Und anzeigen, dass hier noch 3 Sekunden wohl übrig sind auf der Hallenuhr. Wo die jetzt herkommen, weiß ich nicht genau. Die Schlusssirene gab es schon. Aber sie haben noch 3 Sekunden auf der Uhr, auf ihrer eigenen Armbanduhr wahrscheinlich. Die ist geeicht, die zählt. Damit geht es hier tatsächlich nochmal für beide Mannschaften 3 Sekunden lang zurück auf die Platte. Da müssen jetzt alle Anschlussbeschäftigungen dann nochmal kurz verschoben werden. Bis auch die Uhr von Marvin Cesnik und Jonas Konrad runtergelaufen ist. Und das ist jetzt der Fall. Also da gibt es noch Diskussionsbedarf. Fakt ist, das Spiel ist vorbei. 32:27 steht hier auf der Anzeigetafel. Die Uhr ist abgelaufen. Und damit kann man Bietigheim gratulieren zu diesen 2 Punkten. Den Oldenburgerinnen aber auch zu einer starken Leistung. Das Anschlussprogramm habe ich gerade eben schon vorgestellt. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Abend daheim. Wir verabschieden uns gleich mit den Highlights dieses Spiels heute Abend des 11. Spieltags. Und dann gibt es aber auch noch ein paar Stimmen vom Spielfeldrand. Also vielleicht doch noch einen kurzen Moment dranbleiben. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal hier aus der Sporthalle am Viadukt bei sportdeutschland.tv. Bis dann. It's no young.
Nils Pötl ist bei uns, der Trainer der Gäste. 32-27 am Ende steht er mit leeren Händen da. War aber doch ein guter Aufschritt deiner Mannschaft? Oder was würdest du als Resümee mitnehmen heute Abend? Ja, damit bin ich zufrieden, dass wir jetzt nach der Pause so reingekommen sind. Als Trainer ärgert man sich natürlich auch so über die eine oder andere vergebene Chance oder einfache Fehler, wo wir uns dann den Ball zu einfach wegwerfen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, in Bietigheim kann man jetzt mit 5 Toren verlieren. Sind heute Morgen um 6 losgefahren. Dementsprechend haben wir schon eine lange Reise in den Beinen und dass wir dann am Ende mit 5 Toren stehen, bin ich somit dann von dem Ergebnis her zufrieden. Trotzdem gibt es halt so ein, zwei Sachen, die man dann noch besprechen muss. Aber grundsätzlich, wie gesagt, zufrieden, ja. Eigentlich wartet ihr die ganze Zeit auf Augenhöhe. Es gab mal nach der Halbzeitpause eine kurze Phase, wo Bietigheim dann plötzlich mit 7 weg war. Ärgert euch das dann im Nachhinein trotzdem oder sagt ihr, gut, also bei dem Ergebnis können wir uns nicht beschweren? Naja, ärgern. Ich glaube, wenn man hier in Bietigheim plötzlich mit 7 nach 2 Tore Halbzeit zurückliegt, dass man dann nochmal zurückkommt im Sinne von nochmal ein paar Tore aufzuholen. Das ist gut. Ja, das ist Moral von der Mannschaft. Die hat gekämpft bis zum Ende und war vielleicht mit ein bisschen mehr Glück. Das ein oder andere Spiel hätte man länger dann noch eng gestalten können und dann muss man halt schauen, was Bietigheim am Ende dann macht. Aber so konnten sie es so ein bisschen runterspielen, aber wie gesagt, trotzdem bin ich damit zufrieden. Hat man trotzdem keine 11 Tabellenplätze Unterschied gesehen, glaube ich, würde jeder zustimmen. Wie ist so der Marschplan fürs neue Jahr? Wo soll es vielleicht noch hingehen in der Tabelle? Ach, naja, unsere Situation ist, so schnell wie möglich Klassenerhalt zu schaffen. Das wird eine lange, harte Saison. Hat man auch ein paar Spiele mehr wie sonst die Jahre. Ja. Und dementsprechend ist jetzt auch gut, dass wir so gestartet sind. Denn jetzt gegen Mainz kommt ein direkter Konkurrent nach Oldenburg. Und da müssen wir zu Hause punkten. Das ist jetzt Hauptaugenmerk. Wünschen wir alles Gute bei. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke. Trainer der SGB Bietigheim, erstmal Glückwunsch zu den letzten 2 Punkten in diesem Kalenderjahr. Wie war es wieder Nee? Doch. Heimpunkte. Ah, stimmt, ja. Also wir haben noch eins. Eins ist noch übrig, richtig. Aber wie war es trotzdem nach der langen Pause wieder reinzukommen heute? Ja, schön. Endlich wieder Handball in größerem Rahmen. Das ist schon nochmal was anderes als dieses zu viert trainieren und nur am Fernsehen die Spielerinnen beobachten und analysieren zu können. Das macht schon mehr Spaß, wenn man das direkt machen kann. Und ja,
Von dem her können wir, jetzt haben wir die zwei Punkte und haben viele gute Sachen gesehen, natürlich auch ein paar Dinge, die wir abstellen müssen, aber unterm Strich haben wir gewonnen und ich finde, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. 5 Tore Unterschied, viel oder zu wenig, wenn man den Spielverlauf sieht? Ja, ich glaube, wir könnten mehr holen. Also Handball ist ein Spiel, in dem Fehler passieren, das ist kein Problem, aber ich glaube, wir haben immer noch die Anzahl dieser, im Tennis nennt man Unforced Errors, also Fehler ohne Druck. Da sind wir einfach, finde ich, nicht so gut. Und das müssen wir angehen, weil gegen bessere Mannschaften kriegt man halt jeden technischen Fehler gleich als Gegenstoß um die Ohren. Und das Thema begleitet uns schon, aber da müssen die Mädels an sich selber arbeiten. Also Verantwortung für den Ball übernehmen. Ich muss halt einfach schauen, wo jemand frei ist. Und dann geht es nicht um die Zehntelsekunde, sondern dann muss ich mir Zeit lassen, einen stabilen Körper finden, wo ich dann den Pass einfach auch haarscharf dorthin spiele, wo ich ihn hinhaben will. Und da sind wir, finde ich, für den Anspruch, den wir haben, einfach noch weit weg. Zwei besondere Momente gab es, fand ich noch heute Abend, den Treffer von Leonie Patorra, da wirklich die ganze Bank, alle Betreuer auch mitgejubelt haben. Und der Einsatz für Magdalena Probst, 16 Jahre jung, zwei Sätze zu den beiden. Ja, für Leo freut es mich tierisch. Sie hat jetzt, also ich muss gestehen, ich habe sie noch nie 6 gegen 6 Handball spielen sehen. Mhm. Also das war bisher nie der Fall. Die lange Kreuzbandverletzung, die sie hatte, 2 Jahre ohne Spiel, hat sich jetzt rangearbeitet, macht das sehr gewissenhaft und hat jetzt in den letzten 3 Wochen auch sehr, sehr gut in diesem individuellen Training gearbeitet. Und es freut mich, dass sie das heute rübersetzen konnte. Ich finde, bei Nele war das auch der Fall, dass er auch noch nicht so viele Spielanteile hatte und dann auch viele gute Sachen gemacht hat. Also es zeigt auch, dass die Zeit hier für die Nicht-Nationalspielerinnen auch sinnvoll zu nutzen ist und dass man da nicht die Füße hochlegt und nichts tut. Mhm. Magda hat jetzt heute mal ein paar Minuten Bundesliga-Luft schnuppern können. Ich sehe es schon auch als meine Aufgabe den Übergang von unten nach oben zu gewährleisten. Und wir haben gute Mädels, die in jeder Trainingseinheit, wenn sie können, kommen sie und trainieren mit. Und ich finde, da muss man dann auch gucken, dass man ihnen solche Minuten gibt. Das ist sehr, sehr viel Erfahrung. Sie lernen diese professionelle Einstellung, die Spielerinnen eben haben. Und das braucht man, egal wie alt man ist, ob man 16, 15, 14. Das ist völlig egal. Wenn man Leistungssportler werden will, dann gibt es keinen zu früh. Und von dem her, glaube ich, ist das toll gewesen jetzt heute, dass das so funktioniert hat. Ein zu früh gibt es also nicht. Gibt es ein zu viel, wenn man sich jetzt den Ablauf der nächsten Wochen anschaut? Mittwoch, ja, Sonntag, dann wieder ein Pokalspiel. Ja, das ist Wahnsinn. Es stimmt, es ist Wahnsinn. Ja. Wir haben gestern mal eine Liste aufgemacht. Wir haben noch 30 Spiele vor uns. Ja, und haben jetzt quasi immer Mittwochwochenende, ja. Und dazu eben, was uns in der Hinrunde jetzt nicht so getroffen hat, die Reisen. Also wir fahren im Januar nach fliegen nach Russland, fliegen nach Norwegen, fahren nach Dänemark, fliegen dann noch nach Bukarest. Also das alles innerhalb von 4 Wochen, inklusive der Spiele in der Bundesliga. Das ist schon ein wahnsinniges Programm und dafür ist unser Kader halt jetzt gerade wirklich gebeutelt. Das muss man sagen, heute saßen 700 Länderspiele saßen heute auf der Bank oder hinterm Tor, 700. Ja. Also das ist schon Wahnsinn und deshalb glaube ich, müssen wir auch nicht drüber reden, jetzt nicht hoch genug oder so. Es geht darum, Spiele zu gewinnen und uns weiterzuentwickeln und diese Lücken müssen jetzt eben die Jungen ausfüllen. Sie können die ausfüllen, aber da brauchen wir Geduld und einfach auch ein breites Kreuz und das versuchen wir ihnen zu geben, dass wir da reinwachsen. Und jammern hilft nichts, dann bleiben die Spiele ja immer noch gleich viel. Ich freue mich, wenn Schmuh zurückkommt, haben wir eben sofort eine ganz andere Option, weil dann haben wir 2 Kreisspielerinnen, haben im Innenblock dann einfach eine Variante mehr, können vorne auch mit 2 Kreisläuferinnen spielen, haben eine gewisse Körperlichkeit dabei und ich glaube, das wird uns gut tun. Trotzdem fehlen uns natürlich die vielen Verletzten. Dann freuen wir uns darauf, euch möglichst oft spielen zu sehen. Und für die langen Auswärtsfahrten gab es ja vielleicht ein paar gute Bücher zu Weihnachten. Die gab es, klar, ja, ganz klar. Also der Lesestoff geht nicht aus. Ich habe auch geguckt, dass ich hier meinen Athletik-Coach auch irgendwie ausstattet, dass der auch was zu lesen hat. Sehr gut. Dann ist das gut. Dann sind alle versorgt. Vielen Dank für den Besuch. Wir kommen gebildet zurück. Ja, dann ist doch schon mal was gewonnen. Danke dafür und einen schönen Abend noch. Ja, danke. Danke.